Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diese super leckeren Kartoffelbrötchen und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Ich benötige für die leckeren Kartoffelbrötchen 350 Gramm Kartoffeln. Die habe ich gekocht und mit einer Gabel zermust. Dann 130 Gramm Vollkornmehl, 200 Gramm Weizenmehl, einen halben Esslöffel Trockenhefe, 60 Milliliter von dem Kartoffelwasser, 2 Teelöffel Salz und einen Esslöffel Olivenöl. Später brauche ich noch ein bisschen Mehl, um die Brötchen zu formen. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Die Kartoffeln habe ich in reichlich Wasser mit dem einen Teelöffel Salz weich gekocht und anschließend mit einer Gabel zermust und auskühlen lassen. So, als erstes nehme ich das lauwarme Kartoffelwasser, was ich aufgefangen habe. Das ist schon ein bisschen salzig und da kommt die Hefe rein. Das rühre ich ein bisschen um. Und warte 5 Minuten, bis die Hefe aktiv ist. So, die Hefe ist jetzt aktiv. Jetzt tue ich das Olivenöl dazu. Und die Kartoffeln. Ups. Das rühre ich jetzt ein bisschen um. Jetzt kommt das Mehl dazu. Das Salz. Und das Vollkornmehl. Wundert euch nicht, wenn der Teig am Anfang ziemlich krümelig ist, aber gebt ihm einfach Zeit, weil der wird sich schon zusammenfinden, der Teig. Das wird nachher ganz anders aussehen, als ihr denkt. So, ich habe jetzt 2 Minuten auf niedriger Stufe einfach nur so ein bisschen rühren lassen. Wie ihr seht, ist der ziemlich krümelig. Das soll euch aber nicht irritieren. Jetzt wird er weiter geknetet und zwar auf mittlerer Stufe für 10 Minuten und am Ende wird der Teig total anders aussehen. So, der Teig hat jetzt 10 Minuten geknetet und wie ihr sehen könnt, ist er richtig gut und fest geworden, ist nichts mehr von der Krümeligkeit am Anfang übrig geblieben. Wie ihr sehen könnt, an den Seiten ist auch kein Teig hängen geblieben, das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ich werde den Teig jetzt eine halbe Stunde gehen lassen. So, die halbe Stunde ist jetzt rum. Man sieht auch schon, hier hat sich was getan. Ich gucke jetzt mal. Ja, der Teig ist wunderbar aufgegangen. Ich werde ihn jetzt noch mal ein bisschen kneten und dann die Brötchen formen. Das Backblech habe ich mit Backpapier ausgelegt. Hier kommt großzügig Mehl drauf. Und die Brötchen auch nochmal großzügig mit Mehl bestreuen. Ich drücke die jetzt noch ein bisschen platt. Die Brötchen gehen jetzt noch mal eine halbe Stunde, deswegen tue ich sie wieder in meine Küche.
So, die halbe Stunde ist jetzt um. Die Brötchen sind auch sichtlich gut hochgegangen. Jetzt werde ich noch ein bisschen Mehl drüber streuen. Ich schneide die Brötchen jetzt mit einer Schere ein bisschen ein, mit so einer ganz normalen Küchenschere. Ich habe das extra so ein bisschen rustikaler gemacht, damit sie knuspriger aufgehen. Die kommen jetzt in den Backofen. Den Backofen hatte ich auf 180 Grad vorgeheizt und eine große Schüssel mit Wasser kommt auch noch in den Backofen. Die leckeren Kartoffelbrötchen sind jetzt aus dem Backofen raus. Sie waren genau 40 Minuten im Backofen und ich lasse sie jetzt 20 Minuten abkühlen und dann schneide ich sie an, damit wir auch sehen können, wie die von innen aussehen. Die super leckeren Kartoffelbrötchen sind fertig und sie sind wirklich richtig klasse geworden. Probiert die unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.